Das Archäodrom Kalos liegt auf dem Hügel bei Caplarica und ist das größte Freilichtmuseum Italiens. Im Inneren des Museums wurden 6 verschiedene Abteilungen von Zeitreihen wiedererbaut, die das Menschleben von der Frühgeschichte bis zu unserer Zeit zurückverfolgen. In der Abteilung der Frühgeschichte kann man die Rekonstruktion von Dolmen, Menhiren und Steinhügelgräbern bewundern. Es sind megalithische Zeitzeugen von weltweitem Interesse. In der Abteilung der Bronzezeit sind die Reproduktionen der sehr suggestiven und interessanten Hütten zu sehen. Sie waren oft oval geformt, mit der Sockelleiste auf Stein aufgebaut, die Struktur aus hölzernen Pfählen, die mit Röhre und Zweige verkleidet war. Es gab aber auch noch andere Arten von Häusern, die weit größer waren und dem Stammesführer gehörten. In der Abteilung der Messabierzeit findet man eine sehr suggestive Kultstätte mit in die Erde gerammte Steinblöcke, die entweder parallel zueinander oder spitz pyramidenförmig aufgereiht waren. Man kann noch die Votivsäulen und eine tolle Aussicht vom Hügel bewundern. Die Säule stellt die Rekonstruktion einer gefundenen Säule dar, die vermutlich der Göttin Tana, der messapischen Wettergöttin, gewidmet war. Eine andere Abteilung stellt die Welt des alten Roms dar, denn der Hügel von Caprarica wurde auch viel von den Römern besucht und wurde von ihnen die Hügel des Tiberius, Octavians und Konstantins genannt. Hier kann man die Reproduktion alter römischen Straßen, Statuen und Tempel des alten Roms bewundern. Eine weitere Abteilung des Archäodroms ist das mittelalterliche Dorf, wo alte Handwerkstätten reproduziert wurden, sowie zum Beispiel die Böttchereien, die Weinfässer fertigten. Unter den verschiedenen Werkstätten gibt es auch die Schmiede. Die letzte Abteilung stellt die bäuerliche Gesellschaft dar. Ein echtes demo-ethno-anthropologisches Museum, dessen Schwerpunkt auf der Aufwertung von Werkzeugen und Traditionen des ländlichen Raums liegt. In dieser Abteilung wurde auch die Küche rekonstruiert, die das Herzstück des bäuerlichen Hauses war. Rund um den großen Kamin versammelte sich die ganze Familie, die sich vor allem im Winter die Ereignisse des Tages erzählte.